Okay, alles klar. Mal gucken, ob ich es noch kann. 3, 2, 1. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Ich spiele heute mal absolut gar nichts für euch. Stattdessen mache ich ein kleines Infovideo, weil irgendwie die Zeit ist reif, könnte man sagen. Es ist irgendwie angebracht, gewissermaßen ein paar Dinge mal kundzutun und das Volk zu werfen, damit das Volk irgendwie zufrieden ist und mich nicht weiter mit irgendwelchen komischen Dingen löchert. Nein, in den letzten 1,5, 2 Wochen ist ziemlich viel doof gelaufen oder so, könnte man sagen. Reduzieren wir es mal ein ganz klein bisschen auf meinen Kanal. Ich habe die letzten 1,5, 2 Wochen nichts hochgeladen. Das fanden ein paar Leute von euch doof, was mich wiederum was mich wiederum rückblickend ein ganz klein wenig traurig stimmt. Andererseits, weil ich euch enttäuscht habe, seien wir mal ehrlich. Andererseits wiederum bin ich dann doch relativ froh gewesen, als ich dann eben am Mittwoch, das war vor 2 Tagen, dann wieder mal auf meinem Kanal vorbeigeschaut habe und dann gesehen habe, oh mein Gott, es gibt Leute, die interessieren sich für mich und meinen Kanal. Das ist ja irgendwie unfassbar. Deswegen ist jetzt mein Bestreben tatsächlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise, zumindest so etwas Ähnliches wie Wiedergutmachung zu leisten. Das ist jetzt irgendwie vorhanden. Auch wenn ich weiß, dass ich dementsprechend eigentlich, ich verpflichte mich da jetzt selber wieder zu etwas, wo ich eigentlich gar nicht verpflichtet bin, weil im Endeffekt kann ich ja sowieso machen, was ich will. Seien wir mal ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz, na gut, Pause war jetzt also da, hatte nichts hochgeladen. Hering ist jetzt wieder da. Hering lädt jetzt auch wieder Videos hoch. Momentan, also beziehungsweise gestern war ich ja dabei, die ganzen Dead Island Videos zu bearbeiten, die ich noch vor meiner Pause mal aufgenommen hatte, aber eben dann nicht mehr bearbeitet hatte und nicht hochgeladen hatte und so weiter. Die ganzen Videos habe ich jetzt jedenfalls bearbeitet und bin schon die ganze Zeit dabei, irgendwie das hochzuladen. Und ich gebe das dann jetzt irgendwie auch so in nächster Zeit, sprich heute und morgen irgendwie frei. Und wenn das abgeschlossen ist, habe ich offiziell kein Videomaterial mehr. Das heißt, dann muss ich was Neues machen. Und das wird in der Hinsicht tatsächlich spannend werden, weil das dann für mich auch der Punkt sein wird, wo ich dann für mich selber entscheiden werde, wie das so Let's Play-technisch dann generell bei mir weitergeht. Also ob ich weitermache, wie viel ich weitermache, ob ich wirklich viel weitermache, ob ich eher wenig weitermache, ob ich nur mal ein Video die Woche hochlade, ob ich gar nichts hochlade, ob ich jeden Tag wieder was hochlade. Ich weiß es offen gesagt noch nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich zu euch sein. Mir macht das Let's Playen, glaube ich, schon noch Spaß. Ich habe es jetzt aber bisher noch nicht probiert. Wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr 2, 3, mittlerweile, es sind eigentlich 3 Wochen raus, so ungefähr aus der Materie. Und die 2 Wochen Auszeit, in denen habe ich bestimmt alles Mögliche gemacht, aber ich habe jetzt nicht so primär ans Let's Playen oder so gedacht, weil da hatte ich, ich war anderweitig beschäftigt, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, ja, ist jetzt nun mal so und ich muss jetzt eben zusehen, tatsächlich, wie ich mit diesem Hobby jetzt irgendwie wieder zurande komme und wie wohl ich mich dabei fühle. Dementsprechend werde ich, glaube ich, jetzt irgendwie, beziehungsweise was ist jetzt? Jetzt in den kommenden Tagen, bald, jetzt bald, ja, irgendwann demnächst so. Ich werde mich dann wieder intensiver mit der Materie auseinandersetzen und verschiedene Dinge ausprobieren. Verschiedene Dinge ausprobieren heißt bei mir wahrscheinlich, dass ich verschiedene Spiele einfach mal so anfangen werde zu Let's Playen. Vielleicht werde ich bei manchen Spielen noch einfach mal mittendrin anfangen, sie zu Let's Playen oder so. Und es werden vielleicht ein paar Videos dabei herauskommen, die mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger aus dem Zusammenhang gerissen sind und wo ich dann einfach nur Spaß an der Freude irgendwie euch näher bringen will und so weiter und so fort. Also so nach dem Motto, hui, Videospiele spielen macht Spaß und das mit anderen Leuten zu teilen macht noch viel mehr Spaß und vielleicht gelingt's ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht werden die auch sagen, nö, der neue Hering, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, der macht uns irgendwie keinen Spaß mehr, weil der spielt irgendwie nur Spiele, die total doof sind. Das kann auch sein, unter Umständen. Das würde mich ein ganz klein wenig traurig stimmen, aber vielleicht kann ich ja trotzdem den einen oder anderen von euch da draußen irgendwie zufriedenstellen mit diversen Dingen, die ich eben gerne ausprobieren möchte. Da sind mehrere Dinge dabei, die ich jetzt
eigentlich ungern anteasern möchte, weil dann werfe ich wieder irgendwas in den Raum, was dann gleich wieder als Versprechung aufgefasst wird und so weiter. Das ist immer so ein ganz klein bisschen schwierig. Generell ist es bei diesem Video so, oder generell ist es bei meiner Gemütslage momentan so, was ich jetzt im Moment noch sage, das kann in 10 Minuten auch schon wieder bei mir komplett abgehakt sein und dann habe ich schon wieder eine ganz neue Idee. Es tut mir total leid, ich bin so ein sprunghafter Mensch momentan. Ich weiß nicht, wo das alles hingeht. Ich weiß noch nicht, wo ich selber hin will. Ich weiß noch nicht, ich weiß eigentlich nicht mal, wo ich hergekommen bin. So ungefähr. Eigentlich weiß ich gar nichts mehr. Was mache ich hier? Genau, YouTube. Ich bin der Haringey. Immer noch, ja. Ab und zu mache ich mal Videos. Manche Leute finden die toll, manche auch nicht. Aber das ist halt das Gefährliche bei diesem Hobby. Ah, da kann ich schon wieder Geschichten erzählen. Es ist schön. Ich bin erst seit 2 Tagen wieder so ein ganz klein bisschen in der Let's Player-Szene drin, könnte man sagen. Und was ich dann teilweise schon wieder gelesen habe, das geht auf keine Kuhhaut, ganz ehrlich. Aber ich glaube, darüber lasse ich mich dann in diversen Let's Play-Videos mal so ein ganz klein bisschen aus. Weil mir sind da so ein paar Dinge aufgefallen, die fand ich irgendwie nicht schön. So, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt ein bisschen was erzählt, vielleicht was interessant, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habt ihr euch mehr erhofft. Wenn ihr euch mehr erhofft habt, dann könnt ihr natürlich noch konkrete Fragen irgendwie unter dieses Video herstellen und vielleicht mache ich dann noch ein zweites Infovideo oder so. Oder ich spiele mal wieder Mario Kart und erzähle so ein kleines bisschen was. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, darauf warten sowieso die meisten Leute von euch, oder? Dass ich wieder Mario Kart spiele, ja. Ist jetzt auch. Meine letzte Mario Kart-Sitzung könnte jetzt auch schon wieder fast einen Monat her sein, oder? Ich weiß nicht genau. Und am 2. Dezember, 2. oder 3. Dezember kommt ja hier Mario Kart 7 raus und so, aber das wird ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wir wollen uns mal überraschen lassen, was sich der Hering bis dahin einfallen lässt, sofern er sich überhaupt etwas einfallen lässt. Und ja, nehmt's einfach, wie es kommt. Wie gesagt, ich mach's nicht mit Absicht, ich bin in der Beziehung irgendwie nicht, ich will nicht böswillig sein oder irgendwie so, aber ich muss selber erstmal gucken, was jetzt gerade mit mir los ist und worauf ich gerade Lust habe und dementsprechend muss ich auch das Let's Play irgendwie für mich neu entdecken und vielleicht geht's gut, vielleicht auch nicht, aber das werden wir dann eben sehen. Das jetzt an der Stelle, wie gesagt, nur so kurz als Info. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie es dann hier so weitergehen wird, was ich so spielen werde. Und ich bin dann sehr auf euer Feedback gespannt und hoffe dann natürlich auch, dass dann ein kleines bisschen was kommt, weil ja, das wäre einfach nett. Also ich würde es schön finden, weil so, ich lade zwar gerne Videos hoch, aber wenn ich dann noch ab und zu mal was lesen könnte drüber oder so, dann freue ich mich auch. So, nichtsdestotrotz, ach ja, nee, zum Schluss muss ich mich noch für die ganzen. Also für fast alle, für einige, für viele, nee, für viele können wir schon sagen. Ich muss mich für viele Kanalkommentare auf meinem Kanal bedanken, die dann eben in meiner Abstinenzzeit irgendwie auf meinem Kanal eben eingetrudelt sind. Also da haben einige Leute ziemlich nette Dinge geschrieben. Ich müsste jetzt eigentlich alle Leute aufzählen, die da besonders nette Dinge geschrieben haben. Das könnte ich eigentlich auch machen oder hätte ich hätte mir den Namen von den Leuten mal rausschreiben sollen. Ist egal. Fühlt euch alle von mir einfach mal so ganz freundschaftlich geknufft und so. Ich finde euch voll dufte. Also zumindest die Leute, die halbwegs interessante und tolle Kommentare geschrieben haben. Die anderen Leute sind, ja, ihr seid da. Das finde ich schön. So. Und 2 Leute muss ich nochmal besonders hervorheben, weil ich mit denen in den letzten 2 Tagen besonders viel geschrieben habe und die ich ganz besonders toll finde und so weiter und so fort. Und das sind zum einen Schnubbi und zum anderen Tryzer. Und ihr seid an der Stelle damit gegrüßt und ich finde euch toll und ja, das wollte ich an der Stelle nur nochmal erwähnt haben. So, gibt's sonst noch irgendwas? Ja, wie gesagt, wenn euch noch irgendwas auf der Seele brennt oder so, dann schreibt's nochmal in die Kommentare rein. Vielleicht antworte ich direkt darauf. Vielleicht mache ich auch noch mal ein anderes Infovideo oder ich erwähne es in irgendeinem anderen Video. Oder ich ignoriere es einfach gekonnt, weil es wieder mal eine Frage war, auf die ich absolut nicht eingehen will. Kann ja alles sein, aber probiert's ruhig mal aus. Trotzdem irgendwie mit Kommentaren und so. Ich würde mich freuen. So, nichtsdestotrotz, das soll es für den Moment jetzt gewesen sein. Ich verstricke mich wieder in irgendwelchen Dingen, aus denen ich nicht mehr rauskomme. Das finde ich ganz schön schlecht. Aber kann euch an der Stelle dann vermutlich auch egal sein. So, ja, ich sag dann jetzt einfach mal tschö mit Ö und ich hoffe, wir sehen und hören uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Wäre irgendwie ganz toll. Also bis bald und so.